Hallo zu Tag Nummer 12. Es geht weiter mit der PlayStation. Und zwar habe ich jetzt auch mal ein Spiel gewählt, was ich auch vorher noch nie gespielt habe. Und zwar nennt es sich GM Cube. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was es ist. Aber ich gehe mal davon aus, wir werden es gleich herausfinden. Wie schön, dass uns hier auch einfach mal gar nichts erklärt wird. Ich schätze mal, es ist so ein Tetris-Abklatsch. Worst Computer machen wir einfach mal. Gucken, was passiert und was wir hier machen müssen. Mal gucken, ob ich es von alleine rausfinde. Ich bin sehr gespannt. Arsch! Was ist das denn? Ah, das ist eine Frau, tatsächlich. GM Fighter Core. Ach, das ist so ein 3D-Tetris. Okay, ich verstehe. Alles klar. Es gibt einer Blöcke? Oh mein Gott. Dann ist das wahrscheinlich doch nicht so klug gewesen, dass ich... Wie drehe ich das denn? Ach, du Heilige! Okay. Okay, es wird doch ein bisschen komplexer, als ich dachte. Scheiße. Oh mein Gott. So. So. Nips. Die Musik ist aber ein bisschen verstörend gerade, ne? Alter, boah, diese Orientierungslosigkeit meinerseits, ne? Ist grenzenlos. Oh, toll, jetzt habe ich da ein Loch reingebaut. Sogar zwei. Ich verkacke hier derbst. Das ist voll schwierig. Finde ich. Mit meinem jugendlichen Wahnsinn, Leichtsinn. Es ist erstmal... Was ist überhaupt das Ziel des Spiels? So eine Ebene vollkriegen? Scheiße. So. Nips. Was war das denn jetzt? Ach du meine Güte. Okay, ich habe schon wieder verkackt. Ja, ich bin jetzt gerade mit der Steuerung nicht so ganz... Naja, komm. Komm, mach mal voll. You lose! Faces 21, Faces 19. Was sind denn die Faces? Habe ich gewonnen? Ach, leck mich doch am Arsch. Machen das nochmal, so. Zack. Jetzt aber diesmal mit ein bisschen mehr Verstand, hoffentlich. Weil ich habe das vorher nicht gewusst, dass es so funktioniert. Ich will nämlich einmal hier so eine... Einmal eins voll machen, das wäre natürlich super. Wie geht das? Nein! So. Ich habe aber echt mit der Steuerung zu kämpfen, das ist nicht mehr feierlich. Yes! Wir haben eine voll. Sind wir so richtig? Ja, ne? Okay, alles klar. Nein! Nein! Wieso kriege ich das nicht gedreht? Das ist ohne Scheiß. Ich kriege das nicht mehr so gedreht, wie ich das, ne? Also so hochkant quasi. Nee, ihr wisst, was ich meine. Genau so. Das ist ja gerade nicht funktioniert. Dumm. Ah, das war jetzt ein Vierer, okay. Das ist ein Einer. Ah, ich bin so dumm. Kreis, Kreis. Ja, Kreis, komm. Okay, jetzt habe ich's. Meine Herren, ey. Hat ja nur ein paar Jahre gedauert. Ist aber eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Aber auch nicht so leicht. Ah, da kriege ich einfach ein komplettes Moped zusätzlich dazu, oder was? Ah, das ist ein Vierer. So, okay. Zack. Aber so langsam kriege ich es raus, glaube ich, mit der Steuerung. Ja, wirklich langsam. Aber der ist auch gleich tot. Das ist natürlich super. Da finde ich wiederum schön. Ha, 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 ha. Ich weiß noch nicht, was diese Faces-Nummer da oben bedeutet, aber es ist ja auch egal. Oh. Hast du verloren? Okay. Ich will den auf jeden Fall noch gerne besiegen. Unglaublich gerne sogar. Das ist ein persönliches Interesse, was ich da hege. Da oben rein. So, dann kommen wir jetzt mal da so hin. Das ist aber echt ganz cool. Ich finde das nicht schlecht. Wenn ich mit der Steuerung klar käme, wäre es natürlich noch besser. Komm, mach mal so. Ist okay. Scheiße. Ah nein, es ist ein Vierer. Oh nein, den kriege ich jetzt nirgendwo hin, ohne ein Loch zu bauen. Oder zu buddeln. Nein. Nein. So. Boah. Himmelarsch. Okay, ein Vierer, da kommen wir jetzt auch nochmal drauf. Kommst da hin. Kommst du oben rein. So, und du kommst da rein. Machst da oben das nochmal dicht. Ach, scheiße! Das war gar nicht so... Ja, fuck. Aber da so hin. Krieg ich den jetzt noch gut verarbeitet. So. Es gab auch für Nintendo 64 so ein 3D-Tetris. Das fand ich eigentlich auch immer ganz interessant. Zumindest vom reinen Anschauen her.
Der kommt da rein. Scheiße. Ich krieg ihn nicht mehr, hin. Okay. Zwei hat er mir direkt gegeben, der Arsch. Sieht jetzt gerade auch nicht so gut aus. Ja, ich muss schneller werden, aber dafür muss ich die Störung einfach wirklich gebacken kriegen. Und dann bin ich noch meilenweit von entfernt. So, okay. Himmelarsch. Ist ja wirklich ganz cool. War auch gar nicht teuer. Habe ich mir aus den USA bestellt. Und trotzdem war es nicht teuer. Ja! Habe ich ihm auch mal mit wiedergegeben, dem Arsch. Oh, der Ärschchen. So. Hör auf damit! Junge Dame. So, okay. Ein Vierer ist gerade richtig scheiße. Noch ein Vierer? Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Ist mal ohne Scheiß. Nein! Scheiße, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Fuck. Ja, okay, ich habe verloren. Ja. Ja, das war's. Schade. Schade, schade, schade. Ist aber wirklich ganz cool. Macht schon Spaß, aber das ist echt, die Störung erstmal zu beherrschen. Ich schätze mal, wenn man das hinbekommt, dann ist das schon um einiges einfacher, auf jeden Fall. Gut, Freunde, das war's dann. Das war der kurze Einblick in GM Cube. Ich schätze mal, es gibt noch weitere Gegner, die dann wahrscheinlich immer schwieriger werden. Ist eigentlich ein schönes, eine schöne Anspielung zum letzten Jahr, wo ich Bust & Move gespielt habe. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich Bust & Move 4 spielen soll, aber habe mir dann gedacht, nee, such dir mal was anderes aus. Und dann ist mir halt GM Cube in die Hände gefallen und ich bereue es nicht. Nee, ist cool, aber anstrengend. Aber zu zweit stelle ich mir schon ziemlich geil vor. Doch. Gut, das war's dann für Tag Nummer 12. Morgen geht's ja weiter mit Tag Nummer 13. Und ich wollte gerade kurz was verraten, aber nö, mache ich nicht. Nö. Also, bis morgen. Tschüss.